Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck BMW. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch ein paar Infos zur Firma. Also, der Konzern BMW produziert in erster Linie Autos und Motorräder, die im höheren Preissegment angesiedelt sind. Neben BMW werden dabei auch die Marken Rolls-Royce und Mini vertrieben. Darüber hinaus werden außerdem Finanzierungsdienstleistungen vermarktet, die ungefähr ein Viertel des Firmenumsatzes ausmachen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1916. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt aber zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von 46 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt von mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft zu bei der BMW-Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,30 Euro auf 2,50 Euro die Aktie angestiegen. Allerdings gab es in diesem Zeitraum zwei Dividendenkürzungen, und zwar in den letzten beiden Jahren ist die Dividende jeweils mal gekürzt worden. Und aufgrund der beiden Kürzungen gibt es von mir hier etwas Abzug und unterm Strich einen halben Punkt. Dann zum dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? In der Finanzkrise hat die Aktie ca. 66% im Wert verloren und das ist im Vergleich zu anderen Aktien nicht sonderlich gut und daher gibt es von mir hier einen Minuspunkt. Und das Ganze schauen wir jetzt auch nochmal im langfristigen Kursverlauf an. Den seht ihr hier. Und die Finanzkrise war ungefähr hier in diesem Zeitraum, da die Aktie, wie gesagt, ca. 66% an Wert verloren. Allerdings ging es danach auch wieder schön nach oben, zumindest bis zum Jahr 2015, also ca. Frühling 2015. Da hat die Aktie ein neues Hoch erreicht, aber seitdem ist die Aktie auch wieder eher auf einem absteigenden Ast, auch wenn die Aktie sich vom Corona-Crash wieder ganz gut erholt hat, zumindest nach aktuellem Stand. Also das seht ihr hier in diesem Zeitraum. So, dann weiter im Check, und zwar mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Da haben wir eben schon gesehen, dass es im Großen und Ganzen ein Auf und Ab gab in den letzten Jahren für die BMW-Aktie und unterm Strich hat die Aktie in den letzten 10 Jahren um ca. 18% zugelegt, nach aktuellem Stand zumindest, und das ist nicht sonderlich gut und daher gibt es von mir hier 0 Punkte. Dann zum fünften Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 bei 75,2%. Also im abgelaufenen feststehenden Geschäftsjahr. Und die Eigenkapitalquote liegt damit bei 24,8%. Und das ist auch nicht sonderlich gut im Vergleich zu anderen Aktien. Daher gibt es für mich ebenfalls 0 Punkte. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und im abgelaufenen feststehenden Geschäftsjahr 2019 gab es noch einen Gewinn von 7,47 Euro je Aktie und für das Geschäftsjahr 2020 wird momentan ein Gewinn je Aktie von 5,54 Euro erwartet, also ein recht deutlicher Rückgang aufgrund der Krise natürlich. Allerdings soll es dann im nächsten Geschäftsjahr 2021 wieder deutlich nach oben gehen, und zwar soll es da laut den Analystenschätzungen momentan einen Gewinn von 8,20 Euro geben. Das alles kann sich natürlich noch ändern, allerdings sind die Aussichten laut den Analysten momentan recht gut in der Zukunft und daher gibt es von mir hier einen vollen Punkt. Und damit zum letzten Kriterium, liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Und das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 8,5, also deutlich unter 30, und damit gibt es von mir hier auch nochmal einen ganzen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis, und hier holt
die BMW-Aktie in meinem Sicherheitscheck insgesamt 2,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckampel lande die Aktie damit auf der zweitschlechtesten Stufe. Also hier habe ich noch die falsche Position. Also auf der zweitschlechtesten Stufe. Und in meinem letzten Sicherheitscheck der BMW-Aktie hat der Wert noch 3,5 Punkte geholt von damals 6 Kriterien. Also hat damals besser abgeschnitten noch als beim jetzigen Check. Und zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 7 Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.